Da sagt er ja noch hier, das ist ein Teil, das gibt, ja, warum soll er es ihr anbieten und ihr nicht geben? Na, aus Notizbuch, nein. Nein. Ich guck mal grad nach. Ich werde nicht schlau daraus, ganz ehrlich. Und jetzt noch hier alle. Wie viele Möglichkeiten gibt es? Ich glaube, es gibt 4 Fakultätmöglichkeiten, wie man die Sachen unabhängig voneinander anbieten könnte. Und das sind mir ein paar zu viele, um die alle auszuprobieren. Deswegen warten wir, bis es gerade nochmal gestartet hat gleich. Und dann gucke ich mal, was das Internet mir sagt. Weil die Lösungen, die ich mir jetzt hier erdachte, sind ja scheinbar nicht die richtigen. Wie heißt das nochmal? Steht hier denn vielleicht was? Das sieht auch gut aus. Kapitel 5, ja. Hä? Ja, da sind wir ja drin, ne? Okay. Mal gucken. So, genau das hier. Nein. Ja, nein. So, das, so ist die richtige Reihenfolge. Wer? Wo ist meine Mama? Wo bin ich? Kann mich wieder nicht bewegen. Bedeutet das, es funktioniert? Oh, die guckt aber jetzt ziemlich böse rein. Kommt schon alle. Holt eure Papierpuppenstücke raus. Hab es. Alles klar. Okay. Yachiko, hör eure unser Bitten. Wir möchten nach Hause. Das ist, wofür Charms wirklich sind. Sie repräsentieren unsere Wünsche für andere Leute. Sie sind wie kleine... Sie sind wie Mikrokosmos unserer Seele, richtig? Du und deine Mama haben so schreckliche Dinge durchlebt. Aber alles, was wir wollen, ist, dich von diesen Qualen zu befreien. Chan. Machen wir mal Chan. Yachiko, wir bitten dich. Ja, und wir müssen noch einmal mehr für sie halt machen. Ja, warte. Wir haben das ja jetzt fünf... Wie war das nochmal? Ich hab's nicht mehr 100% im Kopf. Musste man das so oft machen, wie viele da sind, plus einmal für die Person, die halt, also für Yachiko. Ja, jetzt haben wir jetzt... Hey, dann war das doch jetzt falsch. Wir hätten's... Okay, dann hätt's nur 5-mal sein müssen. Haben wir unsere Chance verpasst?
Meine Freunde, Yuki. Willkommen in der Heavenly Host Grundschule. Ja, okay, dann haben wir das falsch gemacht. Dann muss das nur fünfmal sein. Ich hatte jetzt gedacht, hat das jetzt jeder so oft gesagt, wie die Personen da sind? Wir kriegen das schon noch hin, ja. Ich weiß, ich wäre jetzt schon ein paar Mal gestorben in diesem Spiel, aber zum Glück ist es nur ein Spiel und ich befinde mich nicht wirklich da. Ja, ich glaube, das ist für uns alle besser so. Ah. Es klappt schon noch. Ich bin mir ganz sicher. Wir kriegen das schon noch hin. Wir werden dieser Schule entkommen. Vielleicht müssten wir es auch sechsmal sagen. Weil wir müssen es ja für die eine da noch vielleicht mitsagen. Na, gucken wir mal. Also, sie kriegt wieder die Zunge und die Katze. Zunge. Katze. Okay. Okay. So, das war jetzt aber fünfmal. Es hieß ja, wie gesagt, dann... Oh, guck, es hat geklappt. Es ist okay. Es ist nichts gefährliches. Ich werde mein Rippen, was war Rippen nochmal, nehmen, um die Blutung zu stoppen. Hoffentlich ist das genug. Ayumi, danke schön. Yuka, wir haben es geschafft. Oder auch nicht. Yuki. Jetzt ist unsere einzige Chance zu entkommen. Jetzt ist die, diese Spalte zwischen unserer Welt und, zwischen eurer Welt und dieser Schule am dünnsten. Das Tor ist offen. Ihr müsst, euch beeilen und hier rauskommen, bevor das Gebäude sich schließt. Beendet das Ritual. Sobald es geschlossen ist, wird sich dieser Nexus wieder so zurückverwandeln, wie er vorher war. Und ihr werdet eure Chance vertan haben. Also was wird denn dann mit euch allen passieren hier? Es scheint so, als wären wir Teil dieses Raums geworden. Tachiko war die Einzige, die gerettet werden konnte. Genau jetzt bin ich frei. Aber es wird nicht immer so sein. Schon bald werde ich weitermachen, diesen Ort zu formen. Genauso wie ich es zuvor tat. Nein! Die Schule hat bereits damit begonnen, eine neue Sachiko zu kreieren. Bitte, geht! Geht aus diesem Gebäude, solange ihr noch könnt. Oh, wow. Uah. Schnell, wir müssen einen Weg nach draußen finden. Es gibt keinen wirklichen Weg nach draußen. Wir können auch nicht mal speichern. Ich möchte halt jetzt gerne aber nochmal nach rechts gehen. Sofern sie nichts sagen. Ich weiß, wir werden wahrscheinlich sterben. Na gut, wir kommen da nicht rein. Ah, die Uhr schlägt. Bitte sag nicht, wir haben uns jetzt merken müssen, wo wir hier lang gehen. Oh, am Boppes. Das ist aber nicht mal so schlimm. Ob wir das noch schaffen? Wie viel Mal schlägt denn die Uhr? Warum kann ich nicht richtig rennen? Ich weiß auch nicht, ob es wirklich schneller ist, da runterzufallen und wieder hochzugehen. Oder ob es schneller wäre, den richtigen Weg zu nehmen. Können wir da raus? Wir können tatsächlich da raus. Nein, da geht's nicht weiter. Jetzt ist mal aber eine ernst gemeinte Frage. Wo muss ich denn jetzt hier wirklich lang?
Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ist das hier richtig? Aber wir können von hier aus weitergehen. Es ist sogar richtig, wo ich langgelatscht bin. Wir haben es geschafft. Wir müssen nur noch hier rüber klettern und wir sind frei. Okay. Oh, da hinten ist Naomi. Großer Bruder, was ist los? Ich glaube, sie hat es nicht geschafft. Naomi, es ist Naomi. Hä, großer Bruder, warte. Oh, bitte werd jetzt nicht umgebracht. Naomi, ich wusste es. Ich wusste, dass du immer noch am Leben bist. Oh, guck mal, wie die aussieht. Oh, wow, da kommt er. Satoshi. Oh nein, sag mir nicht, dass Naomi die neue Sachiko wird. Großer Bruder. Ah, bitte, erschreck mich nicht so. Wenn ich dich jemals verloren hätte. Oh nein, das ist der Verbündete und der hat ein paar Scheren bei sich. Großer Bruder. Oh nein, ist sie jetzt umgebracht worden? Nein! Yuka, nein! Der lacht einfach nur und geht weg. Yuka! Yuka, komm schon, reiß dich zusammen. Ey, ich will jetzt nicht, dass die tot ist. Das ist voll doof. Yuka, sag etwas. Bitte. Großer Bruder. Yuka, bleib bei uns. Großer Bruder. Tut mir so leid, das ist alles meine Schuld. Ich sag's dir doch immer wieder, du bist nicht so clever, großer Bruder. Yuka, dein Bauch. Ich habe nicht realisiert, dass die Wunde so tief ist. Es ist okay, ich werde nicht sterben. Wenn ich sterben würde, dann wärst du ganz allein, großer Bruder. Also mach dir keine Sorgen. Boah. Yuka. Tut mir leid, großer Bruder, dass ich dich angelogen habe. Gelogen, weil sie gesagt hat, sie wird nicht sterben, vielleicht. Achso, nee. Erinnerst du dich, als ich dir gesagt hatte, dass da ein Junge wäre, den ich mögen würde in meiner Klasse? Ja, ich erinnere mich. Der Junge, den ich mag, der ist nicht aus meiner Klasse. Da gibt es niemanden. Es gibt niemanden für mich, außer dich, großer Bruder. Ich liebe dich, großer Bruder, mehr als Naomi. Mehr als alle anderen. Ich liebe dich. Yuka. Was? Aber sobald wir zu Hause sind, über alles, was du redest, das ist nur Naomi. Du interessierst dich nicht darüber, wie ich mich fühle. Was sagst du da? Ich liebe dich auch, Yuka. Wir sind eine Familie immerhin. Nein, das ist nicht das, worüber ich rede. Nicht als Familie. Nicht als Bruder und Schwester. Ich liebe dich einfach. Ich wirklich, wirklich. Yuka. Oh nein, ihr Magen blutet wirklich schlimm. Die Wunde wird einfach größer und größer. Gibt es denn nichts, was wir tun können? Großer Bruder, Satoshi. Was versuchst du zu sagen? Es kümmert mich nicht, wenn es eine Lüge ist. Nur bitte. Bitte sag mir, dass du mich auch liebst. Das ist eine kleine Schwester. Oh, was will das Spiel denn jetzt von mir? Ach, es tut mir so leid für sie. Mal ganz ehrlich. Also ich gehe ja davon aus, dass sie jetzt wirklich sterben wird, ja. Was ich wirklich doof finde, weil ich finde das nicht cool. Warum? Sie hat so viel so durchgehalten die ganze Zeit und jetzt? Dass sie jetzt in ihren großen Bruder verknallt ist. So wie sie das halt sagt. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, in so einem Moment hier. Ich gehe halt davon aus, dass sie stirbt. Man kann ja nicht einfach... Wir sagen es auf jeden Fall, weil unabhängig davon, wie es gemeint ist, aber
Das kannst du dem armen Mädel doch jetzt nicht antun. Sie liegt da im Sterben, ganz ehrlich. Und will man hier... Ich weiß nicht, ich fände das nicht in Ordnung. Deswegen der Situation entsprechend. Okay, ist in Ordnung, ja. Wir müssen ja gucken, dass es sie vielleicht irgendwie beruhigt und so. Sind wir panisch und sagen... Die Arme! Sei nicht so gemein jetzt, ja. Das hat sie jetzt echt nicht verdient. Ich liebe dich auch, ja. Ich liebe dich so sehr, Yuka. Großer Bruder. Ich liebe dich auch, großer Bruder. Ich finde es schade trotzdem, dass sie stirbt. Yukas Augenlider schlossen sich langsam und ungewollt, sodass sie sich niemals mehr öffnen sollten. Und sie hat sich halt so in so eine Position da halt eingerollt und ihre Haut hat sich kalt angefühlt. Ja, wenn sie halt schön anhält. Sie hatte einen friedvollen Ausdruck auf ihrem Gesicht, wie ein Mädchen in der Sicherheit der Arme ihrer Mutter. Ich find's blöd, dass sie gestorben ist. Es war nur nachdem... Es war gerade nachdem sie verstorben war, dass ich bemerkte, wie viel sie mir doch bedeutete. Und wie viel mir auch Naomi bedeutete. Aber sind jetzt beide... Ja... Naomi hat's nicht geschafft und Yuka hat's auch nicht geschafft. Ich blickte auf meine Uhr und es war gerade so um die 9 darum. Ich kann nicht sagen, wie lange ich hier stand, vor meinem Haus verängstigt reinzugehen. Wie könnte ich nur die Neuigkeiten über den Verbleib von Yuka meinen Eltern erzählen? Ich glaube aber, es war ja so gesagt, dass jeder, der dort stirbt, komplett aus der Existenz getilgt wird. Das heißt, wenn er nach Hause kommt, werden die Eltern wahrscheinlich überhaupt nicht wissen, dass es Yuka jemals gab. Würde ich jetzt mal behaupten. Satoshi, okaeri. Nurenakatta? Chotto ososugiru yo. Wie meinst du, dass in dem Incinerator weitergehst? Wie getestet? Da muss mir jetzt gerade mal nochmal auf die Sprünge helfen, spontan. Hallo zurück, Satoshi. Bist du nass geworden draußen? Du bist wirklich sehr spät, weißt du? Gut, Jungs sind eben Jungs. Sobald wir hier aus der Tür raus sind, erwartet uns eine komplette Welt der Möglichkeiten. Das ist genauso wahr für Mädchen, weißt du? Sei kein Idiot. Entschuldigung. Wir haben einen Strawball-Befehl? Verdammt, da hätte ich das reinpacken können. Hier, ich poste nochmal den Strawball. Tun wir so, als wäre der gerade aufgerufen. Nee, das verdammt, das ist Chapter 5. Warum ist da Chapter 5 drinne? Wo ist mein Strawball? Strawball, wo bist du hin? Verlass mich nicht, da bist du. Und ich dachte schon, dich hätte ich auch verloren. Da, tut so, als hätte Huck gerade Strawball eingegeben und dieser Strawball wäre aufgeploppt, okay? Danke. Was, die wollte umdrehen und du bist Einmal gestorben. Ich bin immer noch sau irritiert, Purple Heart, ganz ehrlich. Wo bin ich umgedreht und wo bin ich wieder reingegangen und gestorben? Ich bin so oft in diesem Spiel gestorben. Das ist halt das Problem. Tut mir leid, Schatz. Papa, Mama. Oh Gott, schau dich an. Du bist so triefend nass. Trockne dich erstmal ab hier. Und sobald du dir Klamotten gewechselt hast, ist es Zeit fürs Abendessen. Also komm direkt die Treppe runter, okay? Guck, die wissen gar nicht, dass Yuka jemals existierte. Sie hat niemals existiert. Ja, er war halt jetzt irritiert darüber, dass da über Yukas Abwesenheit nicht wirklich wahrgenommen wurde. Dem kleinen Mädchen, was erwürgt wurde, hinterhergelaufen bist. Mach, meinst du dieses... Warte, was war Incinerator eigentlich nochmal auf Deutsch? Meinst du diese Verbrennungsanlage? Ja, doch, Verbrennungsanlage. Das meintest du. Ach,
Das war ganz interessant. Wir haben ja da so aufgehört gehabt, so von wegen, dass ja, das halt irgendwie so ein plötzlicher Cut war und wir bei unserer anderen Gruppe wieder war. Aber es ist so, die beiden, die da reingeklettert sind, haben es überlebt. Die sind irgendwo nachher in irgend so einen Pool aus Schmodder reingeplumpst, wo ganz viele Leichen rumlagen. Und die haben wir ja am Ende auch wieder getroffen. Die hast du jetzt hier bei dem einen Screen da, wo Yuka jetzt erstochen worden ist und so, hat man die unten am Wald gesehen. Das war der eine Dude und die andere da. Und die beiden waren, dass die da in die Verbrennungsanlage genau reingeklettert waren. Aber denen ging's gut. Die haben's überstanden. Ja, ich habe komplett verpasst, hier die Chance zu nutzen, ihnen zu erzählen, was passiert ist. Aber ich konnte es nicht für mich behalten, für immer. Ich bin auf meinem Bett zusammengebrochen, um die beste Möglichkeit herauszufinden, wie ich das Problem schildern sollte. Als ich eine kleine Box auf meinem Schreibtisch sah, ach, mit einem Band war die umschlossen.